Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story, diesmal mit dem Chris. Chris, schön, dass du da bist. Ja, hi, freut mich auch mal hier auf der anderen Seite von der Kamera zu sein. Genau, Chris ist auch schon, ich glaube, relativ so seit Herbst letzten Jahres bei uns im Elite Coaching dabei, zuerst im Fastlane-Programm, dann seit Anfang diesen Jahres, seit Januar in der Masterclass. Du bist jetzt ins zweite Semester gekommen an der Uni Augsburg. Genau. Und genau, hast jetzt auch das erste Semester mit einem sehr guten Schnitt hingelegt, direkt Praktikum im Consulting gesichert für nach dem zweiten Semester. Das heißt, es werden jetzt alles mal Punkte sein, wo wir ein bisschen drüber sprechen werden, euch ein paar Insights auch geben werden ins Elite-Coaching, wie wir da vorgehen, auch so eine Motivation, um euch einfach auch zeigen zu können, hey, wenn ihr hier mit einer ähnlichen Ausgangssituation wie der Chris am Start seid, dann ist da auch für euch sehr viel möglich drin und sehr viel möglich. Und damit würde ich dir jetzt mal den Ball zuspielen. Stell dir doch gerne mal kurz, grob vor, vielleicht so ein bisschen Thema Abi. Was war so dein Background, wo du ins Studium gestartet bist? Ja, genau. Also, hi erstmal zusammen. Ich bin der Chris. Ich komme aus Augsburg oder aus der Nähe von Augsburg und ja, studiere jetzt im zweiten Semester an der Uni in Augsburg Betriebswirtschaftslehre. Und ich habe letztes Jahr mein Abitur absolviert an einer beruflichen Oberschule oder Fachoberschule. Mhm. Ich denke, das ist vergleichbar mit einem Wirtschaftsgymnasium. Ja, und im Nachhinein gesehen war das auf jeden Fall eigentlich eine ganz gute Sache, weil man dort eben bei so einer praxisbezogenen Schule dann auf jeden Fall schon mal Einblicke in verschiedene Berufsbranchen bekommen konnte, auch wenn zugegebenermaßen damals das nicht so ganz angesehen war wie das klassische Gymnasium. Mhm. Letztendlich habe ich aber trotzdem meine allgemeine Hochschulreife dann nachholen können, auch dann mit einem für mich damals ganz okay Schnitt, würde ich sagen, 1,9. Es mhm. War auf jeden Fall für mich in Ordnung, aber jetzt im Nachhinein gesehen, wenn man das so vergleicht, hätte man auf jeden Fall für den Aufwand, den ich gemacht habe, hätte man auf jeden Fall einiges mehr rausholen können. Ich denke, ja, da sprechen wir nachher nochmal drüber, ja, über das Verhältnis. Ja, und dann war für mich auch eigentlich relativ schnell klar, dass ich BWL studieren möchte, weil ich eben auch schon diesen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hatte an der Fachoberschule. Ja, und das war so meine Ausgangslage, würde ich sagen. Mhm, okay, und wie kam es dann zur Uni Augsburg? War einfach bei dir in der Gegend, nehme ich an. Genau, richtig. Also ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass es irgendwie Unterschiede gibt bei Universitäten. Mhm. So für mich war eigentlich klar, okay, ja, die Uni ist in der Gegend und die macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Also werde ich mal dahin gehen. Ich habe dann damals auch immer eine Freundin, die zu mir gesagt hat, sie möchte gerne an die LMU gehen nach München. Da habe ich gesagt, ja, warum willst du denn da hingehen? So lohnt sich ja gar nicht. Letztendlich hat sie recht behalten und ja, hat mich dann eines Besseren belehrt, mhm, und deswegen war es in Uni Augsburg. Okay. Was war damals so berufliches Ziel? Du hast irgendwie Wirtschaft da schon in der Schule quasi gehabt. Hast du da schon eine Vorstellung, was man denn damit so machen kann? Also ich hatte ja schon die verschiedenen Eindrücke gesammelt, weil eben zwei Praktika fest im Ablauf von der beruflichen Oberschule integriert sind. Und das war einmal ein Versicherungsvermittler und das andere war dann so Einkaufsabteilung von einem Automobilzulieferer. Mhm. Und letztendlich waren das, habe ich dann gemerkt, okay, das sind auf jeden Fall zwei Branchen, die ich nicht gerne machen wollen würde. Habe dann einfach so für mich gesagt, okay, du studierst jetzt BWL, da kannst du viel damit machen und du wirst es dann schon irgendwie so ein bisschen so auf dich zukommen lassen und es kommt dann irgendwann schon, was vielleicht jetzt im Nachhinein ein bisschen eine naive Annahme gewesen ist, wo ich auf jeden Fall das ein bisschen anders machen würde. Aber das war auf jeden Fall so dann meine Ausgangslage. Also ohne jetzt bestimmte berufliche Ziele zu haben, bin ich dann ins BWL-Studium gestartet. Okay. Wann bist du dann auf uns aufmerksam geworden und was hat dich dann am Ende des Tages dazu bewogen, dich auch fürs damals Fastlane-Programm anzumelden? Genau, also ich habe deine Videos schon relativ lang verfolgt. Auch, schon vor dem Studium? Ja, auch vor dem Studium zu Schulzeiten. Mhm. Einfach, wo es so um diese Zeit ging, ja, allgemein ist BWL-Studium überhaupt was für mich? Und da gab es eigentlich immer ganz coole Videos dazu über die Inhalte. Mhm. Und dann später mit der Zeit, dann im letzten Schuljahr auch so ein bisschen, okay, was sind eigentlich die Berufsmöglichkeiten nach dem Studium? Und das war dann eigentlich so meine Berührpunkte mit deinem Kanal. Und dann natürlich auch durch die Zeit Pumpkin Careers bin ich darauf aufmerksam geworden. Mhm. Und habe dann auch gesehen, dass ihr eben dieses Coaching anbietet. War da allerdings am Anfang auf jeden Fall sehr skeptisch, weil man kennt ja die berühmten Coaches im Internet, die einem irgendwas versprechen für unfassbar viel Geld. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann vorerst mal nicht angemeldet. Und dann kam es dann mit der Zeit, so gerade so dann kurz vorm Studium, Oktober letzten Jahres, dass ich so gemerkt habe, okay, die Beratung könnte auf jeden Fall was für mich sein. Das war für mich dann schon mal in meinem Horizont, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, doch mal bei euch zu bewerben und habe dann auch durch die Gespräche gemerkt, dass es auf jeden Fall doch was sehr Seriöses ist. Hand und Fuß hat. Genau, richtig, dass es Hand und Fuß hat. Und
ja, dass es einfach mich auch weiterbringen kann langfristig. Mhm. Okay, und dann bist du reingestartet. So. Fastlane-Programm, so zum Verständnis, ist bei jedem von unseren Programmen mit dabei. Aber man kann es quasi auch erstmal alleine so holen, sozusagen. Ja. Da geht es vor allem um die berufliche Orientierung, dass wir uns ganz genau verschiedene Berufsbilder anschauen, die Branchen, richtig, im Arbeitsalltag etc. und auch mal so ein bisschen grob beleuchten, wie du da hinkommst, aber jetzt noch nicht so super im Detail. So bewirbst du dich auf Praktika, so schreibst du Bestnoten etc. Das kommt dann in der Masterclass im späteren Programm. Fastlane, was hat dir da so, was waren so die ganzen Berufsbilder, was konntest du da lernen? Also ich habe mich ja ziemlich für die Beratung interessiert. Mhm. Und dort schon davor, ne? Eben davor, richtig, mhm, genau. Und es ist aber dann so ein bisschen schwierig, so wirklich da schon ein bisschen tiefere Insights zu bekommen. Und dabei eben dann das Fastlane-Programm wirklich super, weil man eine ziemlich große Bandbreite an Videos hatte. Auch dann, wo man sogar selbst dann aktiv werden muss und dann Marktrecherchen durchführen muss, also einfach als kleine Übung, um mal zu sehen, okay, kann man sowas oder taugt es einem dann auch mit einem Lösungsvideo? Und ja, durch die Consulting-Videos, aber auch Investment-Banking oder für spätere Ziele, vielleicht nach dem Consulting für Private Equity oder Venture Capital, ja, eigentlich so die Videos. Mhm. Okay. Und was waren da vielleicht so Sachen, wo du dachtest, okay, oder gab es irgendwas, wo du dachtest, am Anfang es läuft so, aber am Ende des Tages ist es schon ein bisschen anders gewesen? Oder war das so ziemlich das, was du dir, was du auch davor das als Bild hattest? Du meinst von den inhaltlichen Inhalten der Berufe etc. Aufbau? Also ich muss sagen, ich hatte jetzt grundsätzlich von dem Consulting-Beruf hatte ich jetzt keine genaue Vorstellung. Mhm. Also ich habe dann einfach mit der Zeit dann gemerkt, was eigentlich so die Aspekte dahinter sind und was man dann auch wirklich macht, weil vorher hört man immer nur so, okay, ja, es ist halt Unternehmensberatung, die beraten Unternehmen. Mhm. Aber letztendlich, was man dann wirklich macht, habe ich dann erst so mit der Zeit erfahren. Okay, verstehe ich. Gut, und dann bist du dann auch parallel ins Studium gestartet quasi. Es hat sich immer mehr da quasi diese berufliche Motivation gefestigt. Und dann hatte ich dich irgendwie Ende Dezember, Anfang Januar angerufen, um halt mal darüber zu sprechen, wie es gerade so läuft und halt auch abzuklären, ob vielleicht ein Wechsel in die Masterclass, wo auch einige Leute direkt zum Studium oder schon vor dem Studium reinkommen, sinnig wäre. So, genau. Wie war da so Ausgangssituation, wenn man über Studium etc. spricht? Ja, also es war dann Anfang Januar und da waren dann schon 2 Monate im Semester vergangen. Ja. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, eigentlich, was hast du jetzt die letzten 2 Monate gemacht? So, man lernt zwar immer mit, aber letztendlich war es einfach ein Lernen ohne Klausurenfokus, ohne irgendwie jetzt langfristig zu planen, wie ist eigentlich mein Standpunkt gerade, mhm, und auch ohne diese Altklausuren auch mit einzubeziehen, ja. Und war halt eben auf jeden Fall an einem sehr schlechten Punkt und dann hatten wir eben das Telefonat, mhm, und hast du auch gemeint, okay, wir treffen uns nochmal in Zoom und reden nochmal darüber. Ja. Und ja, dann bin ich eben, hast du auch gemeint, ja, die Masterclass könnte auf jeden Fall was für mich sein und ich bin dann auch gewechselt letztendlich. Ja, und habe dann gleich in der Masterclass, wo es nochmal mehr um dieses Thema wirklich Noten geht, diese Methoden und Techniken gleich für mich implementieren können. Kannst du dazu vielleicht ein paar Insights geben? Ja, also was ich immer sehr hervorhebe, was du, glaube ich, auch weißt, ist einfach das Tracking Sheet. Also quasi, es ist ein langfristiger Plan über das Semester, wie man die einzelnen Fächer, aber auch dann wieder unterteilt in die einzelnen Kapitel, langfristig planen kann über ein Semester. Sprich, man setzt sich quasi von hinten her eine gewisse Deadline, wo man quasi sagt, okay, ich möchte in der Woche möchte ich jetzt 100% erreicht haben. Und dann executet man das über das ganze Semester, über die einzelnen Kapitel und einzelnen Fächer immer so 80%, 50% und 0%. Hm. Und dadurch entsteht einfach langfristig ein Plan, was du jede einzelne Woche zu tun hast, in jedem Fach und in jedem Kapitel. Und das war auf jeden Fall was mir enorm geholfen hat, weil man dann einfach wusste, was zu tun ist. Vorher war das immer so in den Tag hinein lernen. Man hat einfach mal das gemacht, wovon man gedacht hat, okay, das könnte jetzt sinnvoll sein, aber letztendlich, naja, wusste man das gar nicht so genau. Und durch diesen Plan passiert es eben, dass du auf der einen Seite, wenn du mal etwas nicht machst, weißt du sofort, okay, das wird sich jetzt negativ auswirken, weil ich das ja dann die nächste Woche machen muss, obwohl ich da eigentlich ja schon andere Dinge wieder geplant habe und das mit der Zeit gar nicht mehr übereinstimmt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du die Sachen erledigt hast, hast du ein sehr gutes Gewissen, dass du alles gemacht hast und du kannst ruhig auch mal ein bisschen Freizeit genießen. Mhm. Das ist so das Doppelseitige, würde ich sagen, dahinter. Das heißt, du hast am Ende des Tages effizienter und dennoch auch weniger dann gelernt? Also ich würde sagen, ich habe die gleiche Stundenanzahl gelernt, aber um einiges effizienter, weil eben der Fokus da war.
es ist, die Konzentration wird, kommt viel mehr damit, wenn du weißt, was zu tun ist. Anstatt wenn du einfach sagst, ja, heute lerne ich mal. Dann hat das gar kein Ende. Und dann konzentrierst du dich auch gar nicht. Stattdessen, wenn du einfach ganz genau sagst, okay, ich lerne von da bis da, auch effektiv und weißt, was zu tun ist, ist die Arbeit viel effizienter. Okay, das heißt, Status quo Anfang Januar damals bei dir war am Ende des Tages so, es saß alles jetzt noch nicht so gut. Nein. Habe ich richtig verstanden? Überhaupt nicht. Okay. Oder was hat sich dann so die zwei Monate getan? Ja, also ich habe dann das Tracking Sheet für mich implementiert. Mhm. Und dann eben, bis es war natürlich da ein bisschen komplizierter, weil wir halt mitten im Semester waren. Das ist natürlich dann viel einfacher, wenn man das von Anfang an macht. Aber ich habe es dann für mich implementiert und konnte dann bis zu den Klausuren alles wirklich auf ein Top-Niveau bringen. Mhm. Und habe dann auch in den Klausuren wirklich gut abgeschnitten. Ja, das heißt, Schnitt aktuell ist 1,3, ne? 1,3, genau. Genau, sehr, sehr gut. Und es ist halt so aufgebaut, wir haben quasi eine Videolektion, wo ich erkläre, okay, so und so erstellst du das, das ist bei Ernährung wichtig, Tagesplan, Lerntechniken etc. Dann gibt es quasi Sachen, die du da runterladen kannst und dann gibt es da quasi immer sonntags noch den Notencall. Genau. Oder auch regelmäßig drin warst. Was hat dir das vielleicht gebracht? Also das ist ganz interessant. Dieser Call ist halt immer am Sonntag und man spricht eigentlich immer so ein bisschen darüber, wie so die Woche gelaufen ist. Und dann ist man auch so ein bisschen immer so, man hat immer einen Ansprechpartner, wo man dann noch sagt, okay, ja, diese Woche lief das gar nicht oder an dem Tag war die Konzentration irgendwie nicht gegeben und dann tut man das einfach gemeinsam analysieren und schauen, okay, woran könnte das jetzt gelegen haben oder wo gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und durch dieses ständige Feedbacken, immer im Wochentag, wenn man wirklich regelmäßig hingeht, was man auch machen kann und die Chance dazu hat, siehst du eben langfristig eine kontinuierliche Verbesserung auf allen Ebenen. Wir hatten ja auch noch das Thema Ernährung dann, wo es auf jeden Fall auch noch ordentlich Umstellungsbedarf gab. Und ja, das sind alles so kleine Stellschrauben, mit denen man schrauben kann, die zu einem großen Gesamteffekt führen. Hättest du jetzt am Anfang vom Studium oder sag ich mal Mitte Oktober oder sonst was gedacht, dass du dann jetzt mit 1,3er Schnitt abschneidest, erstes Semester? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte ja auch nur in Anführungszeichen ein 1,9 Abitur. Und dann denkt man sich ja, okay, dann schaffe ich ja 1, im Studium gar nicht, wenn ich schon nur im Abitur das so schaffen kann. Aber ja, war halt eben dann doch möglich durch die Methoden. Ja, okay, dann war quasi, ich glaube, wir haben uns dann die zwei Monate, wo du quasi in die Masterklasse gekommen bist, schon erstmal auf Noten fokussiert. Genau, richtig. Und dann war Klausurenphase vorbei und dann ging es weiter mit Praktikumssuche. Genau, richtig, unmittelbar danach. Wie? Und mit? Unmittelbar danach. Ach so, unmittelbar danach. Okay, habe ich's richtig verstanden. Ja. Okay, was waren da so Schritte? Ne? Was hast du da jetzt vielleicht auch lernen können, was du vielleicht so irgendwo anders gemacht oder irgendwie anders gemacht hättest? Wie hat es dir da geholfen? Ja, also gerade, glaube ich, bei den Praktika ist wirklich auch das Coaching eine sehr große Hilfe, weil man eben eigentlich Schritt für Schritt an die Hand genommen wird. Es beginnt erstmal bei der Praktikumsauswahl, was auf jeden Fall schon mal was ist, wo einem sehr viel Zeit erspart wird, weil wir eben diese gewissen Listen haben, die auch mit einem Ranking versehen sind. Dadurch fällt es einem viel leichter, zu wissen, okay, was passt eigentlich gerade auf meine aktuelle Situation, was ist auch realistisch. Denn dadurch kann man einfach, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine gewisse Anzahl an Praktika, die vielleicht jetzt für die aktuelle Position unrealistisch, aber nicht unmöglich erscheinen. Mhm. Durch eine Maximierung der Bewerbungen oder, sage ich mal, eine gewisse Anzahl, schafft man es dann, doch die Gesamtwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und dadurch ist es halt eben möglich, die optimalen Ergebnisse zu erzielen, beziehungsweise die beste Situation aus deiner eigenen Position herauszuholen. Das heißt, Thema die Liste alleine hat ja schon extrem viel gebracht. Ja, und das Helfen dem Einschätzen von meiner eigenen Position. Mhm. Dann Bewerbungen oder Interviews. Was waren da so Sachen, wo du sagst, okay, das war schon happig irgendwie, das war schwierig oder? Ja, also auf alle Fälle erstmal, ich habe Personal Fit total unterschätzt. Also ich habe auf jeden Fall dann gemerkt, dass es ein großer Teil ist und dass man mit Personal Fit auch vielleicht technische Mängel ein bisschen ausgleichen kann. Mhm. Und ja, dann einfach die Vorbereitung mit der Selbstpräsentation, wo ich dann beim Jonas in meinem Call war und der Jonas findet immer noch mal irgendeinen Satz, der wo immer noch passt, also selbst bei der besten Selbstpräsentation hat er noch irgendwie Verbesserungspotenzial. Mhm. Und ja, die Selbstpräsentation und die Personal Fit Fragen eben alle optimal zu beantworten, dann hast du auf jeden Fall schon mal beim Arbeitgeber einen Stein im Brett. Okay, und Case-Interviews dann auch ein bisschen wahrscheinlich vorbereitet für die Consulting-Interviews. Genau, richtig. War bei mir jetzt nicht so der große Fokus bei den ersten Praktika, aber da konnte man natürlich auch, das ist der andere Aspekt noch, der Networking-Aspekt einfach, dass man durch die Community einfach, wo mittlerweile unfassbar viele Erfahrungsberichte, ich weiß nicht, kennst du die genaue Anzahl? Ja, so 15 pro Woche oder so. Ja,
Richtig, also es ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass bei einem Praktikum, wo man auch hingehen will, schon ein Erfahrungsbericht da ist. Und dadurch kannst du dich einfach noch besser auf die Cases oder auch auf die Personal Fit Fragen vorbereiten, weil meistens schon eher ähnliche Sachen dran kommen. Okay, das heißt, du warst dann, wie viele Interviews hattest du? Interviews hatte ich 3. Okay, und Zusagen eine bekommen? Zwei. Zwei. Und wofür hast du dich dann entschieden? Ich habe mich für Vendilici Advisors entschieden, weil ich da einfach so die Unternehmenskultur sehr interessant fand und auch die Thematiken mit Digitalisierung, wo ich mich einmal gesehen habe in der Zukunft. Und er ist ja auch ein relativ junges Unternehmen, die sehr expandiert sind in den letzten Jahren. Ja. Fand ich sehr spannend und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Sehr cool. Und das ist jetzt, wenn du vielleicht mal bei dir an der Uni guckst, ne? Wenn vielleicht auch zwei Sachen, die wir noch ansprechen wollen. Wie ist das so, unser Netzwerk im Vergleich zu dem, was du so an der Uni hast? Gibt es da Leute, die auch irgendwie nach dem zweiten Semester irgendwie so Praktika machen etc.? Also ich wüsste jetzt pauschal jetzt aus dem Stegreif niemanden. Es kann vielleicht auch an anderen Zielen liegen und auch einfach deswegen, weil wir einfach jetzt durch, ich bin jetzt erst im zweiten Semester, kaum Kontakt haben zu anderen Studierenden. Aber dennoch ist es so, ich habe letztens mit einer Person aus dem höheren Semester gesprochen und die hat gemeint, okay, sie macht jetzt im sechsten Semester dann mein erstes Praktikum und dann habe ich halt gesagt, ja okay, ich bin jetzt im zweiten und mache dann da schon nach dem zweiten mein Praktikum. Man merkt schon, dass man auf jeden Fall dann einen Schritt voraus ist. Woran denkst du, liegt das? Also grundsätzlich am Mindset. Weil viele Leute das gar nicht wissen. Mir ging es ja selber so. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es so enorm wichtig ist, wirklich früh Praktika zu machen. Für mich, ja, ich habe das dann durch die Zeit erfahren. Aber das wissen viele auch manche gar nicht und studieren einfach so vor sich hin und sagen dann, ja, okay, vielleicht irgendwann später und dann schaue ich mal, was ich machen will. Aber wenn du dich wirklich früh drum kümmerst, ist es enorm viel wert. Okay, und das, die Teilnahme jetzt auch am Elite-Coaching hat ja quasi auch da so die Augen für geöffnet, da quasi diesen Weg zu gehen. Ja, absolut. Jetzt Thema Netzwerk. Du hast A angesprochen, irgendwie für die Interviewvorbereitung natürlich. Genau. Thema Durchhaltevermögen oder sonst was in der Uni, hat dir das da auch irgendwas gebracht? Ja, also da muss ich, glaube ich, speziell auf den Call immer am Sonntag ansprechen, wo dann auch Leute drin waren, die gemeint haben, boah, die diese Woche haben sie richtig krass durchgezogen und so. Und dann ist man wieder so, man hockt so am Sonntag dran und ist gerade irgendwie in so ein bisschen so einem Tief und dann merkt man so, okay, krass, ja, die haben wohl durchgezogen. Und dann kriegst du auch wieder mehr Lust, auch selbst wieder auf diesen Zug quasi aufzuspringen, wo man ein bisschen abgeschlagen war. Und das ist dann immer wieder aufs Neue ein enormer Push. Okay, ja. Super cool. Also das freue mich auch richtig, dass direkt mit Noten und Praktika auch so schnell geklappt hat. Also ich meine, natürlich, so mein Selbstbewusstsein steigt immer mehr, je mehr Erfolge wir haben, aber natürlich so ein bisschen, wir können es ja immer nie garantieren. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen, klar, logisch. Man muss auch mitarbeiten, so, aber das ist dann natürlich immer cool, wenn man es dann immer sieht. Wenn du jetzt vielleicht nochmal an dein ehemalig kritisches Ich, was ja natürlich auch zu Recht ist, weil es wahrscheinlich viele faule Rüben oder so in der Konkurrenz gibt, zurückdenkst, was wären vielleicht so ein, zwei Sachen, die du einem Zuschauer oder einer Zuschauerin da vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, die sagt, okay, war jetzt auch noch nicht so ganz. Ja, also generell glaube ich, man kann sich auf jeden Fall einfach mal bewerben. Ich denke, da ist nichts dabei und man merkt dann im Laufe der Zeit einfach, dass es schon was durchaus sehr Seriöses ist und wenn man auch diese Ziele hat, gerade in den genannten Bereichen, dann kann sich das auf jeden Fall lohnen und einfach mal ausprobieren und man muss ja am Anfang auch noch nichts bezahlen. Eben, super. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt noch nicht eingebracht, hätte ich gerne noch irgendwie im Video gesagt gehabt? Ja, also eine Sache, die ich auf jeden Fall noch gerne losbringen würde, ist, dass man sich vielleicht schon auf jeden Fall früh um die Karriereplanung kümmern sollte, beziehungsweise auf jeden Fall früh mal ein gewisses Berufsbild für sich herausfinden sollte. Es ist jetzt egal, ob es jetzt in den genannten Bereichen ist oder einfach andere Bereiche. Weil je früher du genaue Ziele festlegst und dich drum kümmerst, wo absolut nichts dabei ist, es kostet nichts und es ist kein großer Aufwand, sich mal darüber Gedanken zu machen. Wenn man früh diese Ziele setzt, kann man das top runterbrechen auf kleine Zwischenziele, die man dann im Laufe des Studiums erreichen kann. Und es ist viel leichter proportional gesehen, als wenn man dann im Festeinstieg oder danach im Studium das alles noch nachholen muss, wenn man es einfach mehr im Studium macht. Und ja, ich denke, das kann jeder machen und ist echt nichts dabei. Ja, also je früher man anfängt, desto besser. Vielen Dank für die Einblicke auch. Sehr gerne. Und ja, genau, also wenn ihr da auch da mit uns das machen wollt,
dann gebt euch da gerne den Ruck und bewerbt euch einfach auf die kostenfreie Status Quo-Analyse bei uns. Ne? Da kann man sich einfach mal kennenlernen. Wir können schauen, macht es Sinn für euch dabei zu sein? Ihr könnt schauen, macht es Sinn für mich dabei zu sein? Und wenn wir dann beide sagen, es macht Sinn, so wir ziehen ja alle am gleichen Strang, dann machen wir das zusammen und sonst eben nicht. Ne? Also auch kein Thema, aber in der Regel lohnt sich schon sehr, sehr schnell, wenn man da bei uns dabei ist. Und ja, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch und bis zur nächsten Folge. Danke dir, Chris. Sehr gerne.